Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic. Mit dabei sind, jetzt muss ich gerade erstmal nachgucken, der Tarindor. Richtig. Der Libogo. Hallo. Und der Etatos. Guten Tag. Und wir haben vor, eine Challenge, ähnlich wie auch zuletzt mit den Fahrzeugen, die von jedem Block nur einen Typ haben sollten. Diesmal ist uns freigegeben, wir haben keine Mods aktiv aktuell. Und es geht darum, jetzt habe ich es gar nicht im Bild, scheiße. Das ist immer wieder, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe mal gerade hier außen rum. Es geht darum, ein Silo hochzukraxeln. Das ist die Aufgabe für heute. Und zwar jenes welches, diese komische Pille da hinten am Horizont. Genau. Da kraxeln wir hoch. Wie ist wurscht, Hauptsache es geht und fliegen ist nicht gestattet. Mhm. So, damit habe ich jetzt, glaube ich, alle Regeln zusammengefasst. Haben wir ein Bauzeitlimit? 15 Minuten haben wir. Ja, 15 Minuten ist aber ein bisschen zu wenig, oder? 15 Minuten war eben schon echt dünn. Knapp, und da haben wir auch nur Scheiße zusammengebaut, muss man ja mal so sagen, ne? Genau, genau, also. Also ich würde, also ich weiß nicht, wir haben ja Zeit, also eigentlich hetzt uns ja nichts, ne? Wenn wir sagen 45 Minuten oder so. Okay, also ich hätte nichts gegen. Also wenn wir alle vorher fertig würden, dann wäre das natürlich auch in Ordnung. Ja, natürlich, klar. Mhm. Aber gut, da aber eine Stunde so Zeitlimit, denke ich mal, kann man mitarbeiten. Ja, ne? Ja, ja. Also gut. Sagen wir bis 1 Uhr, wir haben jetzt 0.20 Uhr, sagen wir bis 1 Uhr oder so. Ne? Okay. Okay. Dann müssen wir mal anfangen. Okay, also dann starte ich meine Stoppuhr mal in jetzt. Ich hab doch gesagt, bis 1. Also es geht los, wir können anfangen. Sehr alles schön. Alles klar. Tarindor will ja wieder gewinnen, ne? Ja. Also es geht darum, dass unser Fahrzeug eine senkrechte Wand hochfahren kann. Mhm. Ja, da wollte ich nicht hin. So. Also ich habe schon eine Idee, nur ich weiß nicht, ob auch es funktioniert. Ich auch ein bisschen eine kleine Idee. Also schön werde ich nicht bauen. Ich baue es einfach klassisch in Holz. Ich baue es aus Stein. Ich auch. Also im Prinzip habe ich eine Idee. Ich bin nur noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich so umsetzen will. Denke mal schon. Weil eine Dreiviertelstunde ist ja sogar eine relativ lange Zeit eigentlich, ne? Ja. Mhm. Wir haben Zeit. Also ich glaube, die Zeit... wobei, man darf es auch nicht unterschätzen, ne? Also wenn man nur Kacke baut, dann ist es natürlich nicht so gut. Mhm. Ja gut, das mag natürlich stimmen. Ja, ich glaube, ein bisschen fahren testen kannst du ruhig mal, ne? Aber... Okay. Wollte ich nur nochmal nachfragen. Sonst wird das ja wohl nix. Also ich habe absolut keine Ahnung, ob ich meinem ersten Gedanken hier gerade einen guten Ansatz erfolge. Muss man eine Lenkung drin haben? Halt dich für ja, sinnvoll, wenn du lenken willst, oder? Also müssen wir den Weg dahin muss man den fahren Weg, genau, wollte ich gerade eben fragen. Ja, schwer, ne? Bau einfach. Also, Hauptsache, du kommst da hoch. Wie, ist ja egal. Okay. Würde ich jetzt sagen. Also, ich baue lieber mehr Gadgets ein, als zu wenig. Hm. Aber bitte nicht das Spiel zum Absturz bringen, das wäre dann auch ungünstig. Nee, ich versuch's noch recht minimalistisch zu halten. Das finde ich gut. Das klingt doch nach einem Plan. Ja. Das, was ich hier mache dagegen, das sieht mir jetzt gerade weniger nach einem Plan aus, als ich zuerst dachte. Weil ich die Lenkung vergessen habe. Ich dreh's um, das ist einfach das Heck. Draufgeschissen. Oh, das habe ich ja sogar ziemlich gut. Okay. Also, das Grundprinzip von mir ist schon fast fertig. Zumindest ist die Grundplattform. Ah, falscher Block. Wo, wo? Eben sage ich noch so schön, Dreiviertelstunde ist eine Menge Zeit. Das ist nicht so viel Zeit, wenn man jetzt doch mal auf die Uhr guckt. Ja, das ist schon so eine Sache. Mhm. Na, mal kicken. Kann natürlich sowieso sein, dass ich hier den kompletten Total-Oberblödsinn baue. Die Option ist natürlich immer offen. Ich habe sowas noch nie gebaut, muss ich sagen. Ein Fahrzeug, was irgendwo hochfährt. Nee, ich auch nicht. Ich in der Form auch nicht.
ich für Armbrustdruck. Okay, ist ja eigentlich dann mal auch mal spannend. Also ich hatte mal so ein Teil gebaut, was die Wand hochkommt, aber mehr auch nicht. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Nur ein paar Thruster, die halt Armbrustdruck halt machen. Also für mich sind das wirklich mal so neue Optionen, ne? Aber ich finde das auch spannend, weil ich sowas nie baue, weil ich mir das immer nicht zutraue. Ja, sieht ja schon mal super aus. Aber gut. Also ich habe in meinem Fahrzeug gerade nicht sehr viel Vertrauen. Ja, ich auch noch nicht. Ihr seid also auch so zuversichtlich wie ich, das finde ich schon mal gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin glaube sehr zufrieden bis jetzt. Ich glaube, ich hetze mich viel zu viel. Ja, man hat halt immer diesen Ansporn, das auch in einer gewissen Zeit zu schaffen, ne? Mhm. Ich habe ja beim Kerke gelernt, wie man so ein bisschen mit Fahrwerk arbeitet. Ich habe was ganz Simples gemacht. Oh nein. So. Nein. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay. Dann machen wir das. Das ist die Frage, aber wie kriegen wir das Ding? Oder ich mach's so. Muss es schön aussehen? Es muss funktionieren, würde ich mal sagen. Die Fahrzeuge von gerade eben, ich möchte jetzt nichts weiter sagen, aber die waren jetzt auch nicht das Schönste. Also Taranos fand ich schon recht schön. Ja, es ging. Alter Schleimer, der will nur einen guten Rang. Ja, ich sammle gerade Schleimpunkte. Ich finde, der macht das gut. Ja, aber die größte Chance hat er jetzt verpasst mit dem Essen. Was? Achso. Ja, dass du ihm Essen bringst. Ja, kommt noch. Nächstes Jahr ist ja auch nochmal Urlaub. Wer weiß, wo es hingeht. Ich weiß echt nicht, aber was ich hier baue, so ein bisschen. Ich habe auch noch nicht wirklich, also ich sehe noch nicht wirklich, wo die Reise bei mir hingeht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß es schon. Chaos. Das ist gut, damit können wir alle was anfangen. Oh, sehr schön. Ich gehe meinen Prototypen schon mal testen. Oh naja, Gott, der muss da ja auch erstmal hochkommen, müssen. Ne? Eben. Und das Teil hat ja auch so eine Rundung. Ich weiß nicht, ob das als Zylinder oder als Klotz oder was auch immer. Zylinder. Ja? Müsste Zylinder sein. Ja, weil Reifen werden ja auch als Zylinder deklariert. Ich werde eine Optimierung durchführen. Klingt gut, ne? Klingt auf jeden Fall sehr professionell. Das sagt alles und gar nichts. Darum ja. Ich mache eine Optimierung der Fahrunstabilität. Was? Klingt gut. Ja, für dich klingt's gut, das ist sicher. Finde ich geil, was du machst. Also muss ich schon sagen. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist der totale Oberstoß, was ich hier gerade baue. Warum baue ich das? Nein, du bist doch Profi. Ich komme nicht vorwärts. Hm. Ich meine, es fährt besser hier hoch, als ich dachte. Wie, das fährt schon hoch? Was bist du denn für ein Cheater? Ja! Man kann es schon ausprobieren, Rick? An dem Dings. Ey, das fährt mega gut hier hoch. Ich kann sogar an der Wand lenken. Du machst Angst. Du machst mir Angst. Warum haben wir so Cheater dabei? Ich bin kein Cheater. Okay, ich hänge sehr viel mit Feuerwehr-Cheater ab. Ist das ein Cheater? Das erklärt einiges. Also es kann sein, dass es hier gleich überall durch die Gegend schlabbert und total zusammenfällt. Es kann aber auch sein, dass es funktioniert, was ich hier gerade baue. Es kann auch sein, dass ich schon oben bin. Als ob ich das so leicht geschafft habe. Okay, so schwer ist es nun auch nicht. Ui, hallo. Hast du es dir vielleicht zu einfach gemacht? Ist es einfach zu billig? Also, es fährt mega gut. Okay, die Thruster könnt ihr vielleicht ein bisschen doller stellen. Ja, nein, ich fliege nicht. Ich glaube, das wird nicht mein Problem sein. Und auf dem Boden kann ich auch super fahren, ohne dass es umkippt. Krass, krass. Okay, das sieht doch schon mal gut aus, was ich hier mache. Bei mir überhaupt nicht gut aus. Bei mir also was die Ausmaße angeht, übertreibe ich einfach komplett. Ich will einfach mal was komplett anderes bauen als bisher.
Ich bin gespannt. Also meins sieht gerade nicht sehr schön aus, aber das kann man ja noch... Ich glaube, ich muss das Gewicht besser verteilen. Bei mir ist es eigentlich scheißegal, wenn man kaum was wiegt. Hm. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich guck gleich mal, wie gesagt, auch im Chat, ne? Also bitte nicht wundern. Ich bin hier gerade hoch konzentriert. Und ich gucke, Pups fragt, wie viele Sitzplätze? Einen. Ja, irgendwie eigentlich, ne? Also ich habe auch einen, erstmal. Irgendwie, ich brauche mehr Stabilität. Warum mache ich das denn so kompliziert? Was ganz Wichtiges, was ich vergessen hätte. Ich darf mich nicht stressen. Ja, das ist schon mal, da hast du recht. Man muss sich echt die Zeit nehmen, ne? Dass man dann auch wirklich... Eigentlich so schäbig, was ich hier mache. Voll unnötig. Meins sieht aber auch nicht besser aus, ich bin mir schon sicher. Würdest du über dein Fahrzeug sagen, dass es voll unnötig ist? Ey, du guckst! Geh weg! Was? Ja, schon. Ey, die hat geguckt bei mir, Lepogo. Aber disqualifiziert. Honig hatte während ihr gebaut habt den Stream offen. Ja. Also bei mir würde ich mal behaupten, gibt es nicht viel abzugucken, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, meins sieht auch deutlich anders aus als deins. Meins ist irgendwie komisch. Oder ich mach das. Also bei irgendwie komisch kann ich auf jeden Fall mithalten. Ich glaube, ich brauche gleich noch Federn ein, dann wird's komplett bescheuert. Wo bleibt denn deine Euphorie? Oh, yeah. Es wird voll toll. Oh. Zufrieden? Ich werde fliegen. Ja, schon besser. Bitte über mein Fahrzeug ausrufen, Flieg und Sieg, aber fliegen dürfen wir ja nicht. So. Mache ich das am besten. Achso, ja, so kann dann ja noch gar nichts passieren. So, jetzt haben wir aber noch irgendwie keine Lenkung, ne? Und das ist starr vorne, das ist auch kacke. Das müssen wir umändern. Man muss ja auch irgendwie drauf kommen, also von unten. Also du musst ja den Winkel hochkommen. Achso, das. Ja, bei mir ist das kein Problem. Ja, bei mir schon. Okay, also was ich hier habe, bewegt sich schon mal irgendwie vor und zurück. Ich verbuche das schon mal als Teilerfolg. Also mein Ziel ist es nur nicht letzter zu werden, alles andere ist schon. Ich werde wahrscheinlich letzter werden. Ich mache ein Massentransportfahrzeug. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Lass mal gerade kicken, 12 Minuten sind jetzt rum. Ah, ich habe jetzt gedacht, wir hätten noch 12 Minuten. Jo. Das wäre dezent scheiße, würde ich sagen. Hä? Wir müssen ein bisschen mehr gewichten. Ich habe hier eine Asymmetrie in meinem Fahrzeug. Oh nein! Oh. Oh nein, da muss ich jetzt alles neu verbinden. Nein! Weil es asymmetrisch ist. Das fährt doch nie. Naja, egal. Als Andenken. Scheiße, warum hab ich das jetzt gemacht? Das war Schluss. Das war großer Schluss. Das hier wieder dran, das hier wieder dran. Das hier. Mit Verschweißen, jetzt sag mir bitte, dass das so funktioniert. Jawohl. Hey, ich mein's, sieht so aus wie ein Ackerbaufahrzeug. Ein aufgesuchtes. Funktioniert ja bitte alles? Oh,
Also meins kann schon mal Wände nicht hochfahren. Sozusagen war erst schwer. Als dein Konkurrent finde ich das sehr gut. Ja. Verdammt, ich habe vergessen, den Motor damit zu verbinden. Ah, ich sehe hier schon den ersten Fehler. Es ist zu breit. Ein Konstruktionsfehler. Ich glaube, ich sollte weniger das Thruster benutzen. Ich sehe auch meinen ersten Fehler. Ich habe mit dieser Herausforderung angefangen. Ja. Aber es klang auch echt spannend. Aber hinten... Meine Box ist echt klein, ne? Ja, das Problem hatte ich auch. Deshalb habe ich kurzzeitig draußen gebaut. Mein Gott, wie viele Thruster werde ich dafür brauchen, um das Ding zu stabilisieren? Ich baue nochmal den hier ab. Und ja. Was für einen Fehler habe ich hier gemacht? Brauche ich hier welche? Oh, stimmt, da sind ja Federn, die einfedern müssen. Federn. Federn. Gute Idee, Federn habe ich gar nicht. Das ist blöd, es braucht ja eine gewisse Geschwindigkeit, damit es hochkommt. Also es darf nicht zu hoch sein. Meins ist recht hoch. Ich meine, die Geschwindigkeit darf nicht hoch sein. Also nicht so hoch. Das ist bei mir jetzt gerade das Problem. Ich sollte mal wieder meine Lenkung verwenden. Ich muss gerade das Lied wechseln. Ja, schon besser. Bisschen antreibend. So. Oh, ist das schwer. Ich könnte echt kotzen. Aufgetuntes Mondfahrzeug, ich kann nicht zu meinem Spurple. Nee, nicht Mond, Agrikultur. Meins könnte so ein Mars Rover werden. Das sieht aus, als wäre es eine Mischung aus mehreren Fahrzeugen. Also meins kann wohl doch geradeaus lenken. Geradeaus lenken? Anscheinend kann es das nicht. Okay, hier fehlt eigentlich noch ein Gelenk. Das Schöne ist, das kriege ich da sogar reingemurkst, ohne hier alle Verbindungen trennen zu müssen. Hehe. Ist vielleicht ein Federn? Cheater. Dann baue ich mal hier zwischen. Leute, ey, na, was haben wir uns da denn ausgedacht? Da fand ich meinen Schlitten einfacher. Unsere Idee war es nicht. Kobold. Ich glaube, das ganze Deko-Zeug, was ich hier ranbaue, macht nur die Funktion schwieriger. Okay, jetzt muss ich die ganzen Bewegungen noch einschränken. Es wird alleine! Autonomes Fahren, juhu! Es wird immer noch! Hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Ah, das war das Multiplayer. Allein fahren. Ach, scheiße, ne? Man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Dingern, die man am Motor ranmachen kann, ne? Ja, es sind komischerweise nur 5. 5 Stück, richtig. Ja aber umso mehr Motoren, umso schwerer wirst du auch, ne? Ja, richtig. Das verstehe ich nicht. Warum man eine ungerade Zahl als Maximum nimmt. Weil es geht. Also ich hätte 6 genommen. Ja, aber das vielleicht um nicht so einfach, ne? Zu machen, die ganze Sache. Und noch mehr Gewicht. Fährt doch niemals. Und ich muss da auch noch eine Lenkung einbauen. Scheiße. Kacke, so wird's ja auch nix. Wie mache ich denn das? Ich glaube, hier mache ich die Einschränkungen ein bisschen anders. Ich habe eine Idee. Eine Lenkung habe ich immerhin schon, sagen wir es mal so. Echt? Schade, dass wir nicht die Ultra-Heavy-Box haben. Ja gut, das Ding muss ja nicht schnell sein, ne? Es muss ans Ziel kommen. Ich glaube, das war's dann, ne? Es muss hoch auf den Container. Ja. Oh, die Einschränkung da hinten ist doch viel zu groß. Eieiei. Ich baue mal gerade die Röhrenstücke.
Und dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät, um das noch zu bauen. Oder ich baue einfach zwei Fahrzeuge. Zwei Fahrzeuge? Wie viel Zeit haben wir noch? Bis eins haben wir gesagt, ne? Ja, aber wie viel? 20 Minuten noch ungefähr. Hui. 20 Minuten noch? Also meine Uhr ist jetzt bei 19 Minuten von 45. Ja, also... Hä? Das heißt noch 25. Es läuft doch schon relativ stabil. Noch nicht die Berge hoch, aber relativ stabil. Ich kann nur das Gegenteil davon sagen. Es läuft sogar relativ gut die Berge hoch. Ich bin beeindruckt. Das war so nicht mal mein Ziel, aber es geht. Toll. Was denn? Nix, nix. Ich freue mich. Warte, ist das jetzt richtig so? Ich brauche irgendwie was Steiles, wo man das mal testen kann. Den Tank. Ich habe die Mauer von meinem Dings. Ja, oder so ein Baum geht auch, oder? Habt ihr doch welche von? Ja, so geht's bestimmt. Ich habe eine gute Idee bekommen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich baue gerade nochmal den Anpressdruck neu. Scheiße! Oh nein! Funktioniert's nicht? Das klingt so, als ob das ziemlich gut funktionieren würde. Naja, in Tarinos Ware wohl nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt noch die richtige Menge Thruster hier drauf bringe, dann bin ich eigentlich schon so ziemlich da von der Funktion her. Ich weiß es nicht, wie es bei mir aussieht. Wo sind die Thruster? Oh Gott, da. Oh Gott, nein, das war falsch. Das war falsch. Scheiße! Wie? Bei mir will es auch gerade nicht mehr funktionieren. Da tät ich gerne da okay. Unten. Hey, mein Fahrzeug fährt alleine. Das hatte ich auch. Autonomes Fahren, juhu. Oh nein, das geht immer noch. Hallo! Ich mach's einfach wieder ganz einfach. Das hört nicht mehr auf. Junge, du fährst falsch rum. Das hört nicht mehr auf. Drück einfach mal W. Auf. Hä? Drück einfach mal W oder. Jetzt. Oh, hi. Kann ich da vielleicht rückwärts runter hochfahren? So war das zwar nicht gedacht, aber. Ach ja, aber das Ding ist auch nicht gerade. Also. Wer der Baum? Hm. Ey, wie so eine Ey! Du hast mich kaputt gemacht! Du bist doch nur umgefallen! Ich geh jetzt woanders hin. Ich kann mit solchen Leuten wie dir nicht arbeiten. Ich muss da ja nur hochkommen, ne? Also ich muss ja jetzt keine. Also theoretisch muss ich ja gar nicht lenken, ne? Ja. Ja, toll, das aber für die Ausrichtung ist das echt scheiße, nicht lenken zu können. Mein Gott, ich habe ja gar nicht wirklich einen Platz, um das so zu bauen, wie ich es gerne bauen würde. Die Steuerung von der Stadt ist so grausam. Nur von außen kann ich das auch nicht bringen. Lenkt so schlecht. Muss wohl doch hier oben drauf, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich kann das nicht anpassen. Oder kann ich so noch lenken, ordentlich? Ja, einigermaßen. Nur einigermaßen, ob es geht. Nicht. Ah. Luck. Na gut, wenn noch Zeit bleibt, kann ich die Räder noch weiter auseinanderbringen. Dann wär's halt so. Wie viele Räder hat euch jetzt? 4 mal 2. 10. 4, 5, 6, 12. Plus 8 plus nochmal 8. 16. Hallo, geh doch mal 28? Weg! 20? Ich versuch doch gerade. 12. Ich habe aber auch einige Doppelräder. Ich habe auch Doppelräder. Zur Verbesserung des Grips. Generell und dann halt Doppelräder. Ja, es geht! Es geht, es geht. Du kannst auch lenken, ne? Ich nicht. Ja. Ich warte mal hier oben. Ich
Ich muss eine Lenkung einbauen. Ein Auto fährt von selbst. Ja, das hatte ich eben auch. So. Tja, also Scrap Mechanic, ne? Ja, selbst wenn ich auf dem Lift draufstehen habe. Obwohl, ich könnte den Winkel ein bisschen schwächer stellen. Du musst dich draufsetzen und dann einmal in die Richtung drücken jeweils. Na gut, es geht wieder. Müsste vielleicht die Räder powern. Die Bahnmotor. Oh, scheiße, Jungs. Wir wären bereit. Was? Wofür? Ich? Okay, hier fehlt mir jetzt der Schub. So, das hätten wir schon mal. Ich kann sogar kopfüber runterfahren. Aber vergesst nicht, hier bei den Tanks ist ja auch noch diese eine Kerbe, weil... Oh Gott, ich fliege. Diese eine Kerbe bei dem Sockel. Ja, ja. Ich hab jetzt die Unterstützungsräder weggemacht. Das ist unregelmäßig. Wenn hier irgendetwas schief läuft, wenn sich dieses Ding selbstständig macht, die Thruster falsch rumstehen, ich werde das Ding nie wieder einfangen. So, ich habe mir mal einen Tank oder das als Tankmobil abgespeichert. Oh Leute, ey. Das geht gar nicht. Ich müsste vorne Lenkung einbauen. Ich kann nicht. Ja, scheiße. Hä? Also Grundfunktion checkt bei mir. Bei mir nicht. Ich baue einfach gerade ein neues. In Hoffnung, dass es besser fährt. Funktioniert. Es dreht sich im Kreis, ich habe keinen Plan warum. Ich glaube, er wird mich so auslachen, wenn er es sieht, aber die Scheiße scheint nicht zu funktionieren. Mir geht's leider genauso. Hauptsache funktioniert, oder? Ja, wobei bei mir funktioniert es nicht. Es funktioniert richtig gut. Funktioniert richtig gut. Ich glaube von der Funktion her bin ich da. Funktioniert es denn beim Parador? Das kann ich dir noch nicht sagen. Also, so wie ich es beobachtet habe, nicht so gut, oder? Oh, tut mir jemand spähen? Ich sitze oder stehe genau neben ihm. Na, ich hatte noch keine Lenkung, ne? Ah, so. Hast du dir jetzt eingebaut? Komm. Ja. Ich gehe wieder zu mir. Zu meinem zweiten Auto. Fahrzeug. Was auch immer. Das ist extrem unstabil. Ja, ohne eine Lenkung geht gar nicht, ey. Ich hab eine Lenkung, aber... Ja, scheiße darauf, wie die aussieht. Hauptsache, die funktioniert. Bei mir funktioniert's. Ich baue jetzt eins mit Panzerlenkung. Okay. Warum nicht? Ich glaube, das ist das langsamste Fahrzeug, was ich hier gebaut habe. Ja, den Motoren höher. Ja, aber zu hektisch ist auch nicht gut. Ja, das stimmt, dann ist es nicht mehr kontrollierbar. Warte, ich bin eigentlich viel zu still für eine Let's Play-Aufnahme. Ja, ja. Weil einfach, dass es hier irgendwie gut wird. Vor allem auch das Zeitlimit dabei, ne? Nach meiner Uhr sind es jetzt 27 Minuten von 45. Oh. Warte mal. Scheiße. Man und fertig bin ich auf jeden Fall noch nicht. Das muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Oh oh. Ich will jetzt noch so ein bisschen was wie eine Verzierung mit reinzubringen. Ja, ihr denkt schon an Verzierung. Ich probier mal. Echt? Es funktioniert. Ich bin wieso kommt da denn jeder hoch, nur ich nicht? Ich hab's mit Glück geschafft. Ich hab's mit Glück geschafft. Muss ich auch erwähnen. Ja, ist doch okay, Hauptsache geschafft. Ich hab's einmal geschafft, jetzt mache ich gar nichts mehr dran, damit ich mir sicher bin, dass es du kannst dir nie sicher machbar sein. Ist.
Da weiß ich wenigstens, dass es mindestens machbar ist. So, Verzierung. Monico Pus baut auch offline in seiner Welt und der hat mir gerade ein Bild geschickt. Also seien sie ziemlich komisch aus. Der hat mir auch schon geschrieben hier im Chat fertig. Ja, bei mir auch. Also in Discord. Mein sieht merkwürdig aus. Komm, ey. Lass mich nicht im Stich, du Kackenmaschine hier. Ja, wenn du es so anredest, dann wird es wahrscheinlich nicht deine Wünsche erfüllen wollen. Und jetzt hat er mir gerade geschrieben, und jetzt kommt die Verzierung und hat das schön falsch geschrieben. Okay, es könnte Leute, eventuell sein, dass ich hier doch einen kleinen Designfehler mit drin habe. Leute, mein Ding kommt da nicht mal hoch. Wenn die Kante, über die ich fahren soll, zu steil ist, dann wird das, glaube ich, nix. Hä? Hier so nebendran. Ah! Gibt's doch nicht. Komm schon, jetzt aber hier. Ey, wenn das jetzt funktionieren sollte, dann. Ich glaube, ich brauche einfach noch mehr Schub. Brauche einfach mehr Schub. Meinst du? Oh mein Gott. Wird so bescheuert. Ich hab das zu starr gebaut. Echt, ne? Das gibt's nicht. Ob das jetzt noch genug Bewegungsfreiheit hat, was ich hier gerade mache? Ich habe vor dem 90-Grad-Winkel Angst. Sonst, glaube ich, habe ich keine großen Probleme. Also die ist eher eingeschränkt hier hinten. Gut, dann müsste das so gehen. Wenn ich da erstmal hochkomme, ja, dann also glaube ich... Der Winkel ist gar nicht mal so schwer. Habe ich festgestellt. Ich habe es einmal sogar ohne Thruster geschafft. Also, den Winkel. Sieht abenteuerlich aus. Ist es auch. Ja! Aber noch nicht so ganz. Es klappt, nein, es klappt. Es klappt dann währenddessen zusammen. Halt! Oh. Gott. Okay, wie kriege ich das Problem gelöst? Indem du einen Controller nimmst. Ja! Verdammt! Ja, das war jetzt deine Schuld. Ja. Vielleicht könnte das klappen. Hä? Was ist das? Ich habe eine viel, viel, viel bessere Idee. Als das, was ich die alle. Ich hau einfach ab. Nein, das wär nicht sehr toll. Okay, das ist jetzt noch ein bisschen problematisch hier. Das gebe ich gerne zu. Obwohl, so geht's. Dann hier drauf und dann... Einmal nur hochkommen. Mehr will ich ja gar nicht, ne? Also, du willst noch gewinnen. Ja. Aber willst du etwa nicht? Doch. Also mit dieser Challenge tue ich mich echt schwer, ne? Aber ja. Warum drückt er das denn? Ach so! Ich verstehe das Problem. Das ist schon mal wichtig. Hast du das da drunter gepackt? Hä? Jetzt hast du das Thruster da drunter gepackt? Nein, nein, nein. Ich verstehe das Problem, was da passiert. Ich nicht. Das können wir aber lösen. Es ist die Verteilung der Thruster bei mir, die das Fahrzeug zum Ausbrechen bringen, aber wenn ich den Schwerpunkt woanders lege, dann müsste es gehen. Klingt plausibel. So wie ich es gerade baue, sieht es gar nicht mal so scheiße aus. Nur und dann scheiße. Bin ich der König der Lüfte. Hoffentlich nicht. Oh, weh. Die Teile sollen nicht fliegen. Hättest du verloren. Ja, eben. Das wär's. Ich bin trotzdem stolz auf mich. Disqualifiziert. Und das
da wird keine einer mit der Gruppe. Obwohl, das kann ich einfach durch einen großen Rhythmus tauschen. Ey, aus. Was auch immer außen. Ich würde das gerne alles vorlesen, ne? Aber ja, ich bin gerade sau beschäftigt, wie man sieht. Kommt mir bekannt vor. Kommt dir bekannt vor, ne? Allerdings. Guck mal, ich glaube, das sieht zwar noch bescheuerter aus wie vorher. Könnte aber mein Problem eventuell lösen. Also ich bin jetzt wirklich auf eine Weise, also sowas hier habe ich noch nie versucht. Es hat aber funktioniert. Es hat funktioniert. Wenn es gleich immer noch funktioniert, dann ist es gut. Warte. Ich nenne es den Elefanten. Es ist? Okay, vielleicht muss ich die auch nochmal verbinden hier. Die haben auch noch irgendwie einen Knick, also einen Knick in der Optik hier. Okay, 35 Minuten nach meiner Uhr. Endspurt. Letzten 10 Minuten brechen an. Sonst, Also bei mir wird es auf jeden Fall auf Schalterkontrolle ankommen, fällt mir gerade auf. Worauf wird es ankommen? Auf Schalterkontrolle, darauf, dass ich nicht den falschen Knopf zur falschen Zeit drücke. Ich habe nur einen Knopf. Ja. Das ist schön für euch. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Oh. So, ich werde zwei Knöpfe und einen Schalter haben. Zwei Knöpfe für die Panzersteuerung. Oh mein Gott, das Ding könnte eigentlich genauso gut auch fliegen. Meinst du das wahrscheinlich auch? Was ist denn hier passiert? Was? Ich hatte gerade voll den Bug, dass mein Flugzeug, meine Raupe oder was das hier sein soll, fliegt. Also, das ist gerade mega rumgebuggt, ja? Ja, meine ich ja. In der Luft ne? Ja? Ja. Wir müssen hier unter beschwerten Bedingungen arbeiten. Ja, wir haben noch Lags und Bugs. Ja, also ich finde, wir haben ja schon gewonnen. Ja, und ich habe noch den Internet-Bug. Also, das mit meinem Internet ist ja jetzt nicht so. Der war gut. Hä? Oh mein Gott, das könnte auch so geil werden. Leute. Das denke ich im Moment gerade eher ein weniger. Und die Richtung der Räder ist doch alle richtig, oder? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, das einzige Problem ist, als ich es getestet habe und es auch über die Wand gekommen ist, bin ich drüber hinausgeflogen. Also das funktioniert. Ja. Also eigentlich müsste ich jetzt zur Sicherheit noch alles, was hier dran ist, mit einem Logic Gate koppeln. Wenn sie zwei extra Systeme hier. Bitte, jetzt geh da hoch. Meine Hoffnung. Das könnte so gehen. Gegengewicht und Anpressdruck. Also ich werde hier auf jeden Fall sehr viel Anpressdruck. Ich benutze viel Thruster für ein bisschen Beton und ein paar Motoren und Räder. Ja, ich fahre! Jawohl! Ja. Siehst du das? Hast du hoch? Nö, ich sehe gar nichts, sie guckt nicht mal hin. Meine Raupe! Normalerweise dürfte man ja nicht. Boah, das macht mich ganz schwindelig von der Kamerafahrt her. Ja, dann mach auf Freecam. Ah, danke! Ey, das geht! Ich bin oben! Ich habe mir nur gerade an so einer Ecke vor. Ich bin der König der Welt! Oh, Baby, ich bin so happy!
Weniger Schub, schreibt mir Honigkuchenpups. Ja, nee, ich bleib bei dem Schub. Ich werde das anders regeln, damit mir das Ding nicht außerdem wegfliegt. Und ja, das könnte passieren. Hat er etwas in das Körb gebaut. Juhu! Zeit vorbei. Was? 1 Uhr. Zeit vorbei, theoretisch. Nein. Die Zeit ist vorbei. 39 Minuten nach meiner Uhr. Ja. Echt? Ja, okay. Ja, wir haben nur 40 Minuten vor 1. Ach, euch Losern gewähre ich noch ein bisschen. Also guck mal, ich fahre auch tapfer mit meinem neuen Fahrzeug hoch. Nein, du bist gut. Auf 2 Rädern sogar von meinen 10. Ich färbe jetzt meine Maschine. Ich werde da jetzt gar nichts mehr dran ändern. Ich werde hier nur noch die Thruster stärker stellen. Hä? Ich werde mal nur die Thruster stärker stellen. Nee, bei mir war ja eigentlich alles gut. Ich hab's geschafft. Ich färbe das jetzt nur noch mal ein. Ich denke jetzt an eine Sache, die eigentlich total unnötig ist, aber es ist nett, sowas zu haben. Eine Hupe. Nein. Sowas ähnliches, was macht Lichter. Auch Geräusche. Diese Totbot-Heads? Nein. Ach so, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist eigentlich nur ein gar nicht wichtiger. Ich mach noch einen Platz für einen Knopf frei. Machen wir noch ein paar zusätzliche Sitze, einfach weil es geht. Scheiß auf Sitze. Ich mach's cool. Ich hoffe, die stellen kein Problem dar. Also es könnte sein, dass ich gleich komplett versage und den Berg nicht hochkomme, weil ich habe das jetzt hier an Felsen probiert, aber nicht an der senkrechten Wand, um die es gehen wird. Oh, ich hab's nur an einer senkrechten Wand ausprobiert. Und ich bin drüber hinausgeflogen. Ja, warte mal, das habe ich ja noch gar nicht verbunden jetzt, oder? Nö, habe ich natürlich nicht. Also das erstmal ja, verbinden. Ja, wir müssen gleich aufhören, ne? Also. Ich färbe nur noch schnell ein. Okay, das ja. geht, das geht. Außer die Bearings. Weil sonst müsste ich alle meine Räder abnehmen. Ich überlege, einen Überrollbügel drüber zu machen. Ich habe einen und ich stelle gerade fest, dass ich ihn auch brauche. Echt? Zeugt von guter Fahrstabilität. Naja, also ich kann potenziell davon fliegen, wenn ich das will. Sagen wir es mal so. Ach du Scheiße. Also die Steuerung könnte besser sein, aber es wird schon irgendwie gehen. Also es wird höchst abenteuerlich, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Ich fange mal an, noch ein bisschen zu färben und dann war es das, glaube ich, für mich. Ja, für mein Fahrzeug wird es auch bald zu Ende sein. Das heißt nur noch färben und dann sind wir alle fertig? Ja, ich mache noch... Klingt bald danach, oder? Ja, oder? Also ich bin so gut wie fertig, ja. Etwas funktioniert, oder... Bei mir wird es wahrscheinlich am Ende nicht funktionieren. Ich wollte gerade sagen, entweder es funktioniert oder es ist meine Kreation. Wir werden sehen. Red doch nicht dein Auto so schlecht, oder was auch du gebaut hast. Gott, das Färben dauert so ewig, weil ich so viele bewegte Teile habe. Aber wir dürfen doch uns entscheiden, von wo wir aus hochfahren, ne? Wir fahren irgendwie da hoch, oder nicht? Ja. Ja, genau, das meine ich ja. Probieren kann man es alle mal. Und, Lepogo, so schlecht sieht mein Fahrzeug gar nicht aus, oder? Warte, da. Nö. Hat sogar Lichter. Hauptsache Lichter sind dran. In einer Welt, in der es Dauertag ist. Ich probiere das jetzt nochmal. Nicht, dass das eben nur ein Glück war, weißt du? Ich hab's nicht nochmal probiert. Ich hab's am tatsächlichen Ort, um den es geht, noch gar nicht probiert. Ich hab übrigens ja, ihr könnt eure auch gleich zeigen, von mir aus, gerne. Eine Nachricht in Steam, da muss ich gleich mal gucken, worum es da geht. Wahrscheinlich auch nicht vor Pups. Ja, wahrscheinlich. Ach, hier hab ich ja noch. Nee, ich glaube nicht. Nee, der spammt mir hier gerade so den Chat zu. Alter, guck dir das an, siehst du das? Das ist wie so eine Raupe hier.
Ey, das ist gut, oder? Willy. Hui. Oh, ich bin über die Wand drüber gesprungen. Wunderbar. Das reicht. Mit das, was ich hier so... Sehr gut. Ah, Elefant ist doch nicht so gut. Insekt. Kann man denn eigentlich auch wieder vorwärts runterfahren? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt wieder runterfahren kann. Außerdem ist die Zeit gleich abgelaufen. Ich denke, ich werde das Ding nicht mehr komplett gefärbt kriegen. Oh, ey, ich kann auch vorwärts runterfahren. Von vor... Oh! Oh, da muss man aber richtig vorsichtig sein. Nee, geht doch nicht. Also nur, wenn man jetzt ganz vorsichtig sich ein Stück fallen lässt und dann die Thruster wieder anmacht. Ich habe keine Boxen gehabt. Wow. Es ist ein süßes Raupi. Finde ich auch. Ja, war sehr gespannt. Auf unsere Kreation? Was ihr zusammengebaut habt, ja. Ja, ich habe ja schon ein bisschen viel gesagt. Oh. Also hier fahren kann man damit normal nicht gut. Dann auch noch senkrecht, ich habe keinen Plan, wie es sein wird. Oh nein, ich habe hier einen Bierring nicht angemalt. ich habe die Barons an meinen Rädern auch nicht angemalt. Ja, toll. Doch, habe ich ja sonst. Aber die Lichter sehen scheiße aus. Da müssen andere ran. Darf ja meine Lichter noch mal ändern, ne? Ja doch, also ich denke mal, ich wäre dann so ziemlich soweit. Aber wenn ihr schon alle von Lichtern sprecht, dann würde ich sagen, bringe ich auch mal welche an. Einfach, weil es geht. Ich habe keine dran. Oh, hi, als hat das. Ich habe an ein Teil gedacht, was der Kerge schon letztes Mal vergessen hat. Das Radio? Das Radio! Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. So. Nö, jetzt bist du nicht mehr der Besondere. Jetzt habe ich auch eins. Was? Ah. Es ist... Ui. Ja. Es schaut aus wie aus Spin Tires. Was denn? Dein Fahrzeug. Ja? Spin Tires mäßig. Das ist von Lebugo, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Weißt du, wie du mich gerade gedisst hast? Tut mir ja, klar. Stimmt so. Tarina funktioniert nicht, aber von Lebogo ja. Ja, da kann ich mir das vorstellen. Nein, ich weiß nicht. Weil voll der Diss. Also ich komme nochmal zu euch gerollt, ne? Ich würde sagen, die Zeit ist ja rum jetzt. Ja. Du kannst ja auch mein Fahrzeug bewerten. Ist okay. Ich weiß damit umzugehen. So, stopp, habe ich mal gestoppt. Steam jo. Will Neustart? Echt jetzt? Hab ich keine Ahnung von. Bei mir funktioniert noch alles. Na, wo seid ihr? Wir sind beim... Ihr seid beim Silo? Ich finde das einfach... von vorne sieht das so bescheuert aus. Mein Pferd sogar. Mach rotes Licht. Ich soll rotes da. Licht machen. Oh. Ui, ja. Alter, moin! Boah! Junge! Wann hast du das denn gebaut? Boah, Alter. Geil, oder? Übertreiber! Mit adaptivem Kurvenfahrlicht. Aber ich hab nicht gedacht, dass es da hochkommt. Junge, dein Teil ist so. Ich hab absolut keine Ahnung. Also ich hab's eigentlich beweglich genug gemacht, hoffe ich. Also wenn du mal schauen magst, ja, wenn ich hier so ein bisschen drunter, ne? Siehst du? Ja. Ich hatte auch an sowas gedacht, aber dafür hatten wir gar keine Zeit. Also für mich. Okay, irgendwie ist es weniger beweglich, als es sein sollte. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Meins fährt. Ach, natürlich. Wird hier dran liegen. Ich kann es nicht wirklich dirigieren. Huch. Kannst du es ja mal ausprobieren. So, Tarindo, ich bin mal so frei. Ach so, ja. Tank 2. Funktioniert glaube ich trotzdem nicht wirklich besser. Nee. Witz hätte ich lassen können. Egal. Sieht aber nice aus, oder? Ja, also dagegen ist meiner ja wohl echt ein Witz, oder? Komm, ich bring die Sitze auch wieder an. Die gehören ja eigentlich dazu. Hallo, guck mal, Kerge.
Warte. So. Gut, dann würde ich sagen, werde ich diese Aufnahme jetzt mal gerade nach 50 Minuten beenden. Und was die anderen gebaut haben, sehen wir uns dann in der nächsten Folge im Detail an. Okay. Yeah. Tschüss.